Vor die Ära Trump 2.0 überhaupt begonnen hat, gibt es immens krasse Widersprüche und man darf sich schon ein bisschen wundern, dass das irgendwie nicht so richtig thematisiert wird. Deswegen will ich das jetzt schlicht mal tun. Es geht einerseits um die Zölle, die Märkte ja heute gut gelaunt, weil Bessent der neue Finanzminister werden soll, der, so heißt es ja, nicht so scharf ist, der taktisch mit diesen Zöllen agieren wird. Frage stellt sich dann nur, ja gut, wie kannst du dann die Steuern so deutlich senken, wenn du das über die Zolleinnahmen nicht wieder reinkriegst. Der krasseste Widerspruch allerdings ist aus meiner Sicht diese Geschichte mit der Bitcoin-Reserve. Stellen Sie sich mal vor, Warren Buffett würde aller Welt erzählen, also nächste Woche, da kaufe ich Aktie XY. Was würde passieren, da Warren Buffett sehr beachtet ist, würden natürlich alle diese Aktie kaufen, mit der Folge, dass Warren Buffett diese Aktie viel teurer kaufen müsste, weil er es vorher rausgeplaudert hat. Alle springen auf den Zug, dann ist die Aktie teurer geworden, er müsste teurer kaufen. Und genau das Prinzip haben wir jetzt auch mit dieser Bitcoin-Reserve. Wenn ich schon eine solche Bitcoin-Reserve einführen wollte als Trump-Administration, dann wäre es doch viel besser gewesen, darüber zu schweigen und es dann einfach zu machen. So aber hat man das schon ausgeplaudert, mit der Folge, dass der Preis für Bitcoin natürlich deutlich gestiegen ist. Und das heißt für die Trump-Administration jetzt entweder anderen die Bitcoins abkaufen für diesen deutlich gestiegenen Preis oder eben selber meinen, das was noch zu meinen ist an Bitcoin um und bei 1 Million, das ist jetzt nicht mehr gerade viel, das sind keine 5% mehr und das wiederum bedeutet, naja, selbst wenn ich die jetzt für $100.000 oder im Gegenwert von $100.000 meinen würde, dann habe ich gerade mal $110 Milliarden, das ist angesichts der Geldmenge, der Dollar-Geldmenge, die da ist, eigentlich nicht so wirklich bedeutend, das ist sehr, sehr mickrig. Also stellt sich die Frage aus meiner Sicht, vielleicht wollen sie das gar nicht einführen, sonst hätten sie besser darüber geschwiegen, nämlich die Trump-Administration, die Bitcoin-Reserve, oder, und das ist die Möglichkeit 2.5 gewissermaßen, man wird versuchen, Bitcoin, den Preis von Bitcoin nach unten zu bringen, damit man sie dann günstiger kaufen kann. Und ich kann natürlich verstehen, dass die Bitcoinistas euphorisch sind und sagen, hey cool, der will Bitcoin kaufen. Wer schon Bitcoin hat, der muss das gut finden. Wer aber jetzt meint, er müsse jetzt noch Bitcoin kaufen, der könnte damit ziemlich auf die Nase fallen, so mein Verdacht. Und vorab nochmal gesagt, ich habe nichts gegen Bitcoin. Finde ich ein sehr intelligentes System. Ich habe nur so ein bisschen meine Zweifel an diesem Bitcoin-Hype. Und das ist, denke ich, ein deutlicher Unterschied. Aber schauen wir uns zunächst mal diese Widersprüche an, die jetzt die klassischen Themen Zölle und Steuern betrifft. Und dann kommen wir zu Bitcoin und dann kommen wir zu einigen anderen krassen Dingen, die derzeit passieren. Wie gesagt, heute ja die Märkte euphorisch. Wow, der Bessent, der ist da eine gute Wahl. Dieser Hedgefondsmanager, der wird hier taktisch agieren. Der wird also nicht so ein radikales Zollprogramm durchführen. So die Auffassung. Also haben wir gesehen, alles, was von Inflation profitiert, wenn eben Trump seine krassen Zollpläne, die er umsetzt oder wirklich umsetzen würde. Er hat ja gesagt, ich werde Zölle einführen, die die Welt noch nie gesehen haben. Hat er da den Mund zu voll genommen? Das zumindest würde dann die Nominierung von Bessent hier eigentlich signalisieren. Der ist eher so taktisch, naja, kicken wir mal, wa? Was sich so gerade ergibt, wenn du nicht folgst, dann machen wir Zölle. Wenn du uns ein paar Gefallen tust, dann lassen wir es halt. Dieser Scott Bessent ist schon ein kluger Kopf, gar keine Frage. Aber so ganz dolle ist es dann auch wieder nicht gelaufen. Der war ja im Team George Soros, hat von diesem dann für seinen Hedgefonds $2 Milliarden an Startkapital mal eben mitbekommen. Aber im Laufe der Zeit sind doch ziemlich viele Gelder abgeflossen aus diesem Hedgefonds. Aber das nur mal nebenbei fand ich eine interessante Beobachtung. Und was dieser Bessent ja unterstützt ist, ja, wir müssen dieses Defizit deutlich reduzieren auf 3% zum BIP. Derzeit sind wir so in Richtung 7% Defizite zum BIP. Und Sven Hendrik wirft hier ein und das zeigt auch einen dieser Widersprüche. Naja, gut, also wenn jetzt die Trump-Administration ernst macht und das Budgetdefizit reduzieren will, dann bedeutet das aber, dass sozusagen diese Fiscal Dominance, also diese Liquiditätsflutung, die durch die US-Regierung ja mit passiert ist, indem sie praktisch immer neue Schulden gemacht hat, damit Nachfrage erzeugt hat, dass es damit erstmal vorbei wäre. Man will das Defizit reduzieren, das würde bedeuten weniger Liquidität. Normalerweise nicht so gut für Aktien, aber die Aktienmärkte feiern, weil sie das vielleicht irgendwie noch nicht so richtig, wie soll man sagen, durchgeholt haben, gell? Oder wie soll man es anders sagen? Jedenfalls, jetzt schauen wir uns mal an,
Besant also angeblich einer, der so ein bisschen taktischer agiert, der es nicht so krass meint mit den Zöllen. Jetzt sehen wir mal, die Steuern sollen ja gesenkt werden. Hier zum Beispiel Unternehmenssteuern, die betragen im Fiskaljahr 2024 etwa 529 Milliarden. Dann gibt es noch die Payroll Taxes, also praktisch die, wie nennt man das, Steuern, die auf Arbeit eben erhoben werden. Das sind schon mal 1,7 Billionen. Und dann der größte Posten sind die Individual Income Taxes. Das sind 2,4 Billionen. Also wenn Trump jetzt die Unternehmenssteuern senken will, dann ist das gar nicht so der große Posten. Der größere Posten wären eben vor allem diese Individual Income Taxes. Und Trump hat ja schon hier so ein bisschen mit dieser Idee sympathiert. Und der Lutnick, der neue Handelsminister, sympathisiert mit dieser Idee, einfach zu sagen, Mensch, wir schaffen die Einkommensteuer ab zum Beispiel, weil wir eben das Ganze dann mit Zöllen finanzieren. Wie soll das dann aber gehen, wenn jetzt der neue Finanzminister eben dann doch eher taktisch unterwegs ist? Irgendwo müssen die Einnahmen ja herkommen, also muss es dann doch Zölle geben, und zwar heftige Zölle oder eben doch nicht. Also es passt irgendwie hinten und vorne alles nicht so ganz zusammen, und wenn man die Zölle bekäme, dann würde das nicht übereinstimmen mit dem Wahlversprechen von Donald Trump, das ihm letztendlich den Wahlsieg verschafft hat, nämlich die Preise runterzukriegen. Wenn er jetzt wirklich diese Zölle einführen würde, dann würden sich Waren deutlich verteuern, zwischen 10% und 30% etwa durchschnittlich. Und jetzt kommen wir, meine Damen und Herren, zu der Bitcoin-Reserve. Hier hat ja der gute Besant gesagt, ich bin begeistert, dass der Präsident Kryptowährungen befürwortet. Ich denke, dass es sehr gut zur Republikanischen Partei passt. Bei Krypto geht es um Freiheit, die Kryptowirtschaft wird bleiben. Ich denke, dass Bitcoin eine Vielzahl von Optionen bietet. Dann sagt Besant eben auch, ich mache mir Sorgen über dieses krasse Defizit von 36 Billionen Dollar. Da müssen wir ran, da müssen wir runter. Okay, also aber wie gesagt, geringeres Defizit heißt eben auch weniger Liquidität. Und hier also sagt man sich auch in der Kryptoszene, Besant, das ist gut für die Kryptomärkte, weil der ist positiv. Jetzt gucken wir nochmal diese ganze Geschichte an. Geldmenge in den USA. M2 21,1 Billionen Stand Oktober. Die Geldmenge M3 wird leider nicht mehr ermittelt. Hier sehen wir mal, die Geldmenge M3 ist alles verfügbare Geld, inklusive Schulden und Wertpapiere. Das wäre eigentlich die wirklich relevante Größe. Jetzt die Geldmenge M2 sind Ersparnisse und Geldeinlagen mit maximal zweijähriger Laufzeit und fünfmonatiger Kündigungsfrist. However, dann gäbe es noch die Geldmenge M1, Bargeld und Ersparnisse mit sofortiger Zugriffsmöglichkeit, und dann noch M0, Bargeld außerhalb des Bankensystems, Schnipp und Schnapp. Jedenfalls sehen wir, dass die Geldmenge M1 sind zu 18 Billionen, die Geldmenge 2 21 Billionen. Wenn jetzt also die US-Regierung hergehen würde und sagen würde, gut, jetzt haben wir noch 1 Million Bitcoin, die zu meinen sind, und wir könnten die komplett meinen, kein anderer, sondern nur praktisch die US-Regierung, dann wären das 1 Million mal 100.000, wären also so um und bei 100 Milliarden Dollar, die man hier noch überhaupt sozusagen an Wertigkeiten schaffen könnte. Also das macht nicht so wirklich viel Sinn, so scheint mir. Also müsste man dann es anderen abkaufen, um die Menge zu erhöhen, aber dann macht es wiederum nicht so wahnsinnig viel, den Leuten davon vorher zu erzählen, weil sonst eben der Bitcoin-Preis steigt, genau das, was ja passiert ist. Und apropos in Sachen Bitcoin, hier sehen wir diesen Herrn, mit dem ich schon mal persönlich zu tun hatte, der sagt hier auf der linken Seite, Bitcoin geht nicht zur Uni, kauft lieber 0,1 Bitcoin. Also das ist natürlich hier eine Aussage, die mich jetzt irgendwie nicht so optimistisch stimmen würde aus kontraindikatorischer Sicht, wenn jemand sowas sagt, ach was, du brauchst keine Uni, kauf Bitcoin, dann hast du alles richtig gemacht. Jetzt heute hat MicroStrategy und Michael Saylor nochmal für 5,4 Milliarden Dollar Bitcoin zu einem Preis von 97.800 Dollar gekauft. Okay, kann man machen, das Ganze natürlich auf Pump. Und das Interessante ist, wenn Sie rechts mal hier gucken, man hatte ja jetzt kürzlich eine solche Anleihe hier begeben, ein 3 Milliarden Convertible Note Offering.
Das Ganze mit einem Zero-Coupon, also das heißt, die zahlen dafür keine Zinsen und einem Strike-Preis von $672. Das heißt, derjenige, der das kauft, der wettet drauf, dass die MicroStrategy-Aktie mindestens bei $672 ist, sonst war das praktisch ein zinsloses Darlehen, das er gegeben hat. Wir haben jetzt massive Volumina gesehen letzte Woche in MicroStrategy. Heute sehen wir dagegen, ja, geht es ein bisschen was volatil zu. Aktie zunächst mal 7% gestiegen, um dann doch wieder deutlich zu verlieren. Kann sich sehr schnell ändern. Die Dinge sind volatil, ebenso wie Bitcoin, das heute gefallen ist. Heute Morgen habe ich gesagt, oh, Bitcoin ist gefallen. Bitcoin ist das wieder. Ja, wo ist das gefallen? Wo ist das gefallen? Aber Bitcoin wird ja auch am Wochenende gehandelt. Und da waren wir auch ein bisschen gefallen, sind dann eben wieder gestiegen. Also ich fürchte jederzeit eine Hausdurchsuchung, wenn ich sage, Bitcoin ist gefallen, weil das sozusagen als Hassrede dann schon gilt. Also werde ich das unterlassen. Ich werde nur sagen, dass Bitcoin temporär nicht gestiegen ist, um hier nicht mich bestimmten Verdachtsmomenten auszusetzen. Jetzt sehen wir, dass aber jetzt sehr, sehr viel Geld in diese Krypto-ETFs geflossen ist oder ETPs. Da haben wir wahnsinnige Inflows in letzter Zeit, vor allem seit der Wahl von Sid Donald. Dann sehen wir aber auf der anderen Seite, dass Hedgefonds aus Gold rausgehen. Also wenn wir jetzt mal hier diese Goldgeschichte mit Bitcoin kontrastieren, also eher Abzüge aus Gold, Zuflüsse in Bitcoin. Und die Wettmärkte sagen jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 77%, dass wir mindestens im nächsten Jahr $125.000 erreichen und dass wir $150.000 im nächsten Jahr erreichen, also 150.000 im nächsten Jahr, da ist die Wahrscheinlichkeit innerhalb von 2 Wochen von 13% auf 58% gestiegen. Also sehr großer Optimismus, dass das eigentlich nur nach oben gehen kann, ob das wirklich passiert, angesichts der Tatsache, dass offenkundig schon jene Leute, die schon länger Bitcoin halten, also nicht erst gestern dazu gekommen sind, jetzt offenkundig doch verstärkt verkaufen, wie man hier in dieser Grafik sieht. Also wenn die Alten verkaufen, dann sollte man unbedingt jetzt kaufen. So ist die Logik. Die denken sich ja nichts dabei, warum sie jetzt verkaufen. Jetzt kommen wir nochmal zur anderen Thematik. Und das ist natürlich auch die Zinsfrage. Das ist für Assets immer sehr wichtig. Wie wird die Leitzinsentwicklung weitergehen? Wie wird die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen weitergehen? Hier sehen wir, könnte sich das Jahr 1996 wiederholen. Damals hatte die Fed auch bereits begonnen, die Zinsen zu senken. Dann aber ziemliche Euphorie schon in Sachen Internet und so weiter und so fort. Und dann hat die Fed erstmal praktisch die Handbremse reingelegt und hat erstmal nicht die Zinsen weiter gesenkt. Da hat man dann mehr oder weniger diese Geschichte abgebrochen im Gefolge dieser Entwicklung. Und hier gibt es einen Satz von Agatha Christie. Agatha Christie, wenn du deinen Kopf in einen Löwenrachen steckst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn er irgendwann zubeißt. Und diese Zinsanhebungen, die beißen irgendwann. Und die Fed ist jetzt in der blöden Situation, man weiß nicht, was kommt mit Trump. Wie inflationär wird das? Und das in einer Situation, wo die Amerikaner jetzt Schulden von 1,3 Billionen auf ihrer Kreditkarte haben, mit einem durchschnittlichen Zinssatz, der auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, von 23,4%. Um und bei 3 Jahre dauert das, bis die Schuldensumme sich dann verdoppelt. Und Ähnliches gilt jetzt auch für die Treasuries, also für die Staatsanleihen, die emittiert werden, um die Schulden sozusagen letztendlich zu bezahlen. Also man macht neue Schulden, um alte Schulden zu bezahlen. Gerade im Jahr 2025 muss sehr, sehr viel refinanziert werden. Und da vielleicht deswegen die Idee, naja, lass uns doch mal das Budget reduzieren, dann müssen wir nicht so viele Anleihen emittieren, gerade wenn die Leitzinsen respektive die Kapitalmarktzinsen derzeit so hoch sind. Kommen wir nochmal, meine Damen und Herren, zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir die Konzentration in den 10 größten US-Unternehmen jetzt mit dem neuen Hoch, das wir erreicht haben. Also so ein bisschen eine Verklumpung des Marktes. Vor allem Nvidia war es ja, die für diesen Anstieg mitgesorgt haben. Und jetzt sehen wir aber, irgendwie ist Schwäche drin seit den ja eigentlich guten Zahlen und der eher mauen Prognose. Die Aktie heute 3,6% im Minus. Und wenn diese Aufwärtstrendlinie brechen sollte, dann könnte es unangenehm werden. Wir sehen aber, und das werde ich im zweiten Teil zeigen, dass eigentlich hier schon tektonische Verschiebungen unter der Oberfläche der Fall sind, die gegen die Halbleiter Aktien sprechen, und Nvidia ist ja eine davon. Insgesamt sind die Amerikaner sehr positiv, fast ein neuer Rekord jetzt.
Laut der Umfrage des Conference Board, mehr als die Hälfte der Amerikaner erwarten steigende Preise. Der Sentiment-Indikator von Goldman Sachs jetzt ist so hoch wie seit längerer Zeit nicht mehr, zumindest noch nicht in diesem Jahr. Alles optimistisch, es wird immer bullischer und das, obwohl nach 2 Jahren mit mehr als 20% Performance es nicht so oft vorkommt, dass das dritte Jahr dann auch sehr gut sein wird, wer weiß es schon. Aber der Optimismus ist groß. Wir sehen hier diese Ansage von UBS, wir werden die Roaring Twenties wieder erleben. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da wollen wir uns die Wall Street mal genauer anschauen, diese tektonischen Verschiebungen. Und dann sehen wir tektonische Verschiebungen auch in Europa. Ich packe den Link darunter. Ich denke, das wird sich wieder ziemlich lohnen mit interessanten Entwicklungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.